Und damit herzlich willkommen zurück und willkommen an Deck hier bei Port Royal 4. So, dann müssen wir uns mal eine Übersicht verschaffen, welche Stadt jetzt noch am sinnvollsten wäre, noch an zu übernehmen. Biloxi hat 3000 Einwohner. Und Galveston hat 3300 Einwohner. 77% Zufriedenheit. Und hier sind es 100% Zufriedenheit. Dann würde ich fast sagen, wir übernehmen erstmal Biloxi. Was kann ich für euch tun? So, da müssen wir allerdings noch ein bisschen Arbeit daran schaffen, sehe ich gerade. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier noch ein paar Tabakplantagen bauen. So. 10 Tage bis zum Bau, bis die fertig sind. Und wir brauchen Holz. Ja, dann fahren wir mal nach Pensacola rüber. So, dann können wir das, denke ich, direkt zum Anfang schon fertig machen. So, dann wird die nächste oder die wird die letzte Stadt, die wir wahrscheinlich im Anschluss noch brauchen werden, Galveston sein. Wir werden wahrscheinlich also die Kontrolle über alle französischen Städte übernehmen sollen. Oder müssen, so rum. So. Große Überlegung ist natürlich zu sagen, dass wir hier auch nochmal Stoff produzieren. Weil wir halt hier einfach mal eine Überproduktion. Astro wird schon produziert Stoff. Wir haben einfach mal so extrem viel Baumwolle hier. So, dann bauen wir doch einfach mal hier noch. Markthalle können wir auch noch mal erweitern. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir unsere Baumwollfelder hatten. Ist natürlich ungünstig, ne? Das ist natürlich ungünstig. Unsere Baumwollfelder sind natürlich genau da, wo unsere Getreidefarmen sind. Das ist natürlich jetzt ungesund. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich hätte das Hauptgebäude eigentlich ganz gerne hier hingesetzt. Aber das scheint nicht zu gehen. Ja, dann müssen wir es so machen. Nicht ideal, aber muss gehen. So, dann auf nach Biloxi. Und dann gucken wir mal, dass wir hier die Gebäude fertig kriegen. Und die Stadt dann damit übernehmen können. So, den Rest haben wir noch genügend. Sieht gut aus. Ist halt voll übertrieben, was wir teilweise an Warenbeständen haben. Wir bekommen die aber auch leider irgendwie nicht weg. Werden wir wahrscheinlich in Biloxi dann gleich als erstes mal gucken müssen, dass wir wieder für Wohnraum sorgen. So, was sagen denn unsere Piratenfreunde? Nicht weit von Mosquito. Corpus Christi und Tortuga. Tja, große Problem, was wir jetzt gerade haben, ist natürlich, wir haben bloß noch 3 Schiffe in unserer Flotte. Also wenn wir jetzt irgendwie große Gefechte führen müssen, sind wir definitiv im Nachteil.
Passwort theoretisch nochmal machen könnten. Wir könnten noch ein paar Schmieden bauen in New Orleans. Das wäre nochmal eine Überlegung. So, müssen wir bloß mal gucken, wo das sinnvoll wäre. Nützt uns hier oben leider gar nichts mehr, ne? So, brauchen wir noch mal zwei Schmieden. So, was haben wir denn hier an Produktion? Ich würde ganz gern eigentlich ein paar Sachen abreißen, wenn ich ehrlich bin. Können mal gucken. Produktion. Holz, Mais, Baumwolle und Kohle. Ich würde Holz eigentlich ganz gerne liquidieren. Oder aber wir sagen Mais. Oder aber wir sagen Baumwolle. Wobei wir bei Baumwolle relativ viele Betriebe schon haben. Das ist auch nicht so gut. Denn hier hätten wir eigentlich einen guten Standort für Möbel. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Wir hätten eigentlich einen guten Standort für Möbel. Das ist ein bisschen ärgerlich gerade. Das ist ein bisschen ärgerlich. Oh, was haben wir hier Schönes? Da ist ein Schiff abgesoffen. Es wäre halt witzig, wenn das im Zusammenhang mit den KI-Piraten stehen würde, ne? Das Event hier. Oh. Ein Händler aus Georgetown. Der hat aber eine lange Reise hinter sich. Händler aus Georgetown kommt bis hierher. Große Problem ist natürlich, wir können hier nicht einfach irgendwas abreißen. Denn ein Großteil der Gebäude wird anderen Händlern bzw. der Stadt gehören. Das heißt, wir müssten die Betriebe erst aufkaufen. Das ist auch nicht so geil. Könnte natürlich auch sagen, wir trennen uns von der Kleidung wieder. Dann könnten wir in der anderen Stadt eine Kleiderproduktion hochziehen. Die Gefahr ist natürlich, ich bin mir nicht sicher, ob wir das nochmal für eine Quest irgendwie brauchen. Ist auch ein bisschen ungesund. Ich glaube, wir werden den nächsten Abschnitt der Quest erstmal abwarten oder der Kampagne. Und wenn da nichts mehr kommt, von wegen, wir müssen irgendwie Kleiderproduktion ausbauen oder erweitern oder so, dann werden wir da, glaube ich, nochmal umbauen. Denn hier haben wir genau das gleiche Problem. Ja, wobei, hier könnten wir nochmal. Hier könnten wir sogar nochmal Kleidung herstellen. Hier könnten wir auch nochmal Kleidung produzieren. So, ich glaube, die Stadt hat die schon so viel Einwohner? Naja, fast, ne? Ich glaube, hier müssen wir die Kirche mal erweitern. So, und dann können wir nämlich sagen, wir produzieren noch mal Kleidung. So, ansonsten haben wir leider keine Möglichkeit mehr, wie es aussieht. So, das sollte dann erstmal reichen. So, jetzt fehlt hier jede Menge Baumaterial. Ne?
paar Eisenwaren, Holz und ein bisschen Ziegel. Das können wir aber alles ranschaffen. Holz wird hier sowieso produziert. Müssen bloß gucken, wie es aussieht mit Wohnraum. Naja. Werden wir anschließend wahrscheinlich auch nochmal erweitern müssen. Das müssen wir, glaube ich, im Anschluss auch nochmal erweitern. So, dann brauchen wir erstmal wieder Ziegel. Es wird nochmal interessant. Das alles hängt jetzt im Prinzip nur daran, dass wir schnell nochmal erstmal sowieso nochmal Baumaterial brauchen. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir eine Stadt, also Biloxi, übernehmen. Und dann dürften wir auch die Aufgabe direkt fertig haben. Gehe ich mal stark von aus. So, gucken wir mal. Dann auf nach Pensacola. So, gucken wir gleich mal, was unsere Gebäude sagen. 5 Tage bis Fertigstellung. Derzeit können wir schön noch ein bisschen Handel treiben. So, damit haben sie schon mal genügend Ziegel. So, Holz müssen wir mal gucken. Ich denke mal, Holz wird noch ein leichtes Problem darstellen. So, Eisenwaren haben sie damit auch wieder. Oh, damit sieht das, denke ich, ganz solide aus. Kleidung müssen wir hier erstmal nicht kaufen. Baumwolle könnten wir ruhig noch ein klein bisschen mitnehmen. Müssen wir hier nämlich mal gucken, dass wir die ganze Überproduktion an Baumwolle hier mal runterkriegen. Ist ja nicht normal. So. Tja, wenn man jetzt wüsste, was man nicht weiß, ne? In der Nähe von Mosquito sollte der widerliche Pirat rumtingeln. Könnten wir eventuell den Piratenkonvoi noch platt machen. Denn von dem vielen Geld, was wir hatten, ist auch nicht mehr so viel über. Theoretisch könnten wir hier in unserer Heimatstadt die Kleiderproduktion abreißen. Die brauchen wir hier eigentlich jetzt nicht auch noch. Ich glaube, 3 Standorte mit Kleidung ist ein bisschen dolle viel. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Wir können mal gucken. Gemüse, Hanf, Fleisch und Metall. Natürlich jetzt ein leichtes Problem. Weil Kleidung macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Können wir bei Tempa noch mal gucken? Haben wir da noch irgendeinen, da haben wir auch noch Slots frei. Hier würde Rum eigentlich Sinn machen, weil wir halt hier ja sehr viel Zucker herstellen. Hier würde eigentlich eine Rumproduktion Sinn machen. Und Törtchen könnte man gucken. Also Backwaren. Hier würde halt auch eine Bierproduktion Sinn machen. Pensacola. Baumwolle. Ich glaube, hier macht Möbel nicht wirklich Sinn. Möbel ist hier nicht so sinnvoll. Bier würde hier schon mehr Sinn machen. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Wenn es eine Cola müssten wir die Möbelwerke wieder abreißen.
Müssen wir mal gucken, ob wir die finden. Wo haben wir so denn? Möbelwerke. Hier, 3 Stück. Schreinerei. Das ist natürlich ärgerlich, ne? 2 von einem Betrieb von dem gehörten einem KI-Händler. Das ist natürlich nicht geil. Müssen wir leider machen. So, stattdessen bauen wir jetzt lieber Bier. So, denn da brauchen wir für... Ach, da brauchen wir nur Getreide für. Ja, dann macht das Ganze sogar noch einfacher. So, dann produzieren wir hier lieber erstmal ordentlich Bier. Das macht mehr Sinn. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie lange das jetzt dauert, bis unsere ganzen Gebäude fertig werden. Damit wir Biloxi übernehmen können. Problem wird halt schon wieder, wir haben schon wieder nicht so extrem viel Geld. Hm? So wie das Geld reinkommt, ist es auch wieder weg. So, gucken wir mal, ob das vielleicht schon reicht. Schön, euch zu sehen. 444. Nee. Aus irgendeinem Grund reicht das immer noch nicht. Einen Tag bis zur Fertigstellung. Naja gut, dann lassen wir mal schnell durchlaufen. Dann lassen wir doch mal schnell 1-2 Tage durchlaufen, damit auch genügend Arbeiter drin sind. Ja, reicht vielleicht schon. Ah ja, reicht schon. So, dann auf geht's. Möge die Stadt unter euren Entscheidungen aufblühen. Nur noch ihr könnt hier bauen. Gut gemacht. Die von euch verwalteten Städte blühen auf. Nicht, dass ich etwas anderes erwartet hätte. Und wieder ist es Galveston. Man sollte meinen, dass die Spanier einen Narren an der Stadt gefressen haben. Achtet auf die Stadt, doch kümmert euch auch um die anderen Aufgaben. Fantastisch. New Orleans ist die größte und schönste Stadt westlich von Paris. Ein Traum wird wahr. Hawkins war hier. Und ich danke für die kompetente Begleitung der Schatzsuche. Schaut bei Gelegenheit mal bei mir vorbei und bewundert den Anblick der neuen Statue. Selbst in Paris werden sie neidisch sein. So, damit haben wir anscheinend nur noch eine einzige Aufgabe übrig. Beschützt die Stadt Galveston vor der Annektierung. Ja, das ist das Letzte, was wir jetzt, glaube ich, noch machen müssen. Tja, wäre jetzt natürlich die Frage, danach wird wahrscheinlich nochmal was kommen. Denn wie gesagt, die Stadt Galveston gehört noch nicht uns. Wird also wahrscheinlich dann der letzte Abschnitt sein. Sobald die Stadt verteidigt wurde, werden wir dann wahrscheinlich die Aufgabe kriegen, Galveston aufzubauen. Das wird dann nochmal interessant. So, hier haben wir Probleme mit Wohnraum. Ja, müssen wir mal ein paar Häuserchen setzen. Ja. Setzen wir hier mal 2 Häuser hin. Ja. Muss erstmal reichen. So, die große Frage ist, hier sind jetzt 3 Militärkonvois. Wie sieht's denn aus? Ich grüße euch. Nationen. 12 zu 39. Ist nicht so gut, ne? Bin ich mal gespannt. Hier werden wahrscheinlich wieder 3 große Militärkonvois kommen. Die wir irgendwie abhalten müssen. Das wird der entscheidende Punkt nochmal sein. So, das, meine Freunde, werden wir uns aber in der nächsten Folge mal anschauen. Denn wir laufen gerade auf die 20 Minuten wieder zu. Ja, ihr seht schon, im Prinzip ist es nur noch ein Tauziehen. Ne? Wir müssen unser Geldbestand im Auge behalten, müssen dann im nächsten Abschnitt wahrscheinlich Galveston noch übernehmen. Da werden wir also noch ein paar Betriebe bauen müssen, damit wir überhaupt die administrativen Rechte kriegen können.
Und dann wird wahrscheinlich nochmal eine letzte finale große Belagerungsschlacht um die Stadt stattfinden. Und wenn wir die gewonnen haben, gehe ich mal stark davon aus, werden wir siegreich von dannen schreiten dürfen. Gerne wieder fleißig Stürmchen drücken und bewerten. Gerne ein Abo da lassen, solltet ihr das erste Mal auf dem Channel sein. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Schön gesund bleiben und ciao, ciao.